Shalom Aleichem. Es gibt etwas in die Torah, die macht mir sehr neugierig. Und ich habe eine Frage an die Zuschauer. Wenn ihr weißt, eine Antwort oder Erklärung oder ähnliche Sachen zum das, was wir jetzt erzählen, bitte schreib uns, sollen wir wissen, die Antwort, um was es geht. Es geht, steht geschrieben in Bereishis, Kapitel 36, Pasuk 20. Da sind die Söhne Seirs, der Choritin, die Bewohner des Landes, Lotan, Shoval, Zivon und Anna. Also die Tora erzählt uns, dass sie haben dort gewohnt, dran, bevor Esav ist gekommen. Und jetzt kommt, unsere Weisen erklären uns, die verstanden sich sehr gut für Bodenkultur. Diese rote Erde ist für Oliven geeignet. Und diese rote Erde für Weinstücke. Dann, sie schmeckten den Staub und erkannten dran, welche Pflanzung dafür geeignet war. Das höre ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass es gibt Menschen, die verstehen in Bodenkultur, sie nehmen ein bisschen Erde rein in den Mund und durch den Geschmack von der Erde, wissen sie durch die Erde, durch, weiß ich nicht was, das ist meine Frage an euch, das ist gut für Oliven, das ist gut für Weinstücke, wie kann das sein, dass ein Mensch probiert Erde, legt das rein in seinen Mund und erkennt den Bodenkultur, wo lohnt sich dort einzupflanzen Bäume. Ich bin sehr neugierig zu wissen, ob ihr habt eine Idee, eine Erklärung, was kann sowas, ob es heute etwas Ähnliches gibt, dass Menschen durch Geschmack von Erde können erkennen, welche Erde ist das. Gibt es sowas? Das, ich bin sehr, sehr interessiert und neugierig zu wissen. Auf eure Antwort bin ich sehr zufrieden und gespannt. Also schreib das, was ihr weißt über diesen Bereich. Was konnte sein, diese Erklärung, was die Tora uns erzählt, dass sie waren Bekiim Beyoshwe Aretz. Sie waren professionelle Bodenkultur in die Erde. Sie haben genau gekannt die Erde. Schkoyach.